so, wenn ihr Rock'n'Run zu zweit spielt, dann gibt es kleine abweichende Regeln. Es sind aber nicht viele. Die erste ist, dass ihr alle 5 Sporttaschen aus dem Werkzeugkartendeck rausnehmen müsst, weil die werden nicht benötigt. So, ich mach das jetzt mal eben. Genau. Die 5 Sporttaschen kommen raus. Das ist die erste abweichende Regel. Die Frage ist jetzt nun, wie kommt denn der eine Komplize, dann an neue Karten? So, jetzt hole ich mal einmal die Polizeistation für 2 Spieler. So, nehmen wir an, wir würden jetzt einen Raub beginnen. Dann würde der Komplize 10 Handkarten bekommen. So, 4, 6, 8, 10. So. Ich modifiziere jetzt das nochmal. So, der Chef gibt jetzt Tipps und jetzt bin ich dran als Komplize. Ich muss jetzt dem Chef 3 Karten geben. Ich mache das ganz normal, so wie vorher in dem Video erklärt. Ich gebe ihm zum Beispiel jetzt 3 Karten. So, wenn ich das getan habe, muss ich sofort dieselbe Anzahl an Karten nachziehen. Das ist nämlich der große Unterschied. Das bedeutet, in einer 2-Spieler-Partie werden die Handkarten des Komplizen niemals geringer, sondern ich bleibe immer bei derselben Anzahl. Immer wenn ich ihm 3 Karten gebe, muss ich sofort 3 Karten nachziehen. So. Ihr könnt natürlich auch, oder der Komplize kann natürlich auch einmal seine Handkarten tauschen. Dazu ist es auch möglich, dass er zum Beispiel erstmal 2 Karten ausspielt. Dann habe ich nur 7 Stück. Die schmeiße ich jetzt auf die Tonne. Und dann ziehe ich 7 Stück nach. Genau. Auch hier darf der Komplize das natürlich nur einmal pro Komplizenphase machen, das Handkarten austauschen. So, passen gibt es eigentlich in der 2-Spieler-Partie nicht, weil das macht hier keinen Sinn. Deswegen beschränkt sich das eigentlich nur auf Spielen und einmalig tauschen. So, das waren eigentlich auch schon die Regeln. Es gibt noch eine Sache, die mir wichtig ist. Und zwar, wenn ihr das erste Szenario zu 2 spielt, dann werdet ihr ein leicht abgeändertes Hinweiskarten-Set bekommen. Normalerweise spielt man mit den Hinweiskarten 1 bis 6, aber zu zweit werdet ihr im ersten Szenario an eine neue Karte herangeführt. Und das ist diese hier. Die Karte Nummer 8. So, und ich lese mal kurz vor, was da drauf steht. Da steht, alle Komplizen zeigen gleichzeitig ein Werkzeug und ich sage, wie viele wir davon benötigen. Die Frage ist nun, es gibt ja nur einen Komplize. Was bedeutet das jetzt genau? Wenn der Chef diese Karte benutzt, ich bin jetzt mal wieder der Komplize, dann suche ich mir eine Karte aus und zeige sie dem Chef. Jetzt kann der Chef mir nur eine Zahleninformation nennen und zwar kann sich diese Information nur auf 0 oder 1 beschränken. 0 bedeutet in diesem Fall, dass diese Karte nicht benötigt wird. Wenn er 1 sagt, dann heißt das, diese Karte wird benötigt. Vereinfacht ausgedrückt. Er könnte es natürlich auch anders formulieren, er könnte sagen, diese Karte wird gebraucht oder nicht gebraucht. Deswegen, ich habe beobachtet, dass diese Hinweiskarte bei 2 Personen nicht ganz eindeutig ist. Wenn man diese Karte bei mehreren Komplizen benutzt, dann ist das natürlich anders. Dann hat man hier mehrere Karten und da könnte jetzt in diesem Beispiel, wenn wir 3 Komplizen haben, könnte der Chef entweder Zahleninformationen 0, 1, 2 oder 3 geben. Sagt er 0, heißt das, aus dieser Auswahl werden keine Karten benötigt, die brauche ich nicht. Wenn er 3 sagt, heißt das, super, gebt mir diese Karten auf jeden Fall in eurer Phase, weil alle sind richtig. Wenn er zum Beispiel nur 1 sagen würde, ja, dann wäre es natürlich schwierig, dann wissen wir nicht, eine ist nur davon richtig und 2 sind auf jeden Fall falsch. So müsst ihr diese Karte bestehen. Genau, und das war's auch schon. Und dann wünsche ich euch zu zweit viel Spaß mit Rock'n'Run.